Vor 3 Jahren war noch ziemliches Chaos in den Camps, keine befestigten Strukturen. Das hat sich jetzt stabilisiert. Die Aufnahme der Flüchtlinge ist geregelt. Die Kinder haben die Chance, zur Schule zu gehen. UNICEF leistet hier Großartiges. Deshalb unterstützen wir UNICEF auch stark. Aber es ist große Sorge, denn Mosul ist noch nicht befreit, der Westen. Und wir müssen uns auf 100.000, 200.000 weitere Flüchtlinge einstellen. Alle sagen, sie wollen wieder zurück, aber Bedingung ist Sicherheit. Das wäre die Voraussetzung, um überhaupt zurückzukommen. Es ist alles vermint mit Sprengfallen bei der Befreiung in den Dörfern. Fürchterliche Zustände, und sie sind erschüttert, dass sich dem IS auch Menschen aus den eigenen Dörfern angeschlossen haben. Es ist eine ganz schwierige Situation. Wir müssen uns auf Jahre, ich denke Jahrzehnte einstellen, den Versöhnungsprozess dieser vielen, vielen Ethnien und Gruppierungen umzusetzen. Wichtig ist, die Menschen nicht auseinanderzutreiben, sondern zu integrieren. 50% sind Kinder und Jugendliche. Die Jugend muss lernen, ihre Dörfer selber wieder aufzubauen. Unsere Aufgabe ist, für die Menschen Zuflucht, Hilfe und Perspektive zu schaffen. Und deshalb sind wir hier in diesem Camp. Es werden in dieser Anlage, die Sie hier ganz neu sehen, über 1.000 Frauen und Männer in den nächsten Tagen und Monaten grundlegende handwerkliche Fähigkeiten, Schweißen, Löten, Mechanik lernen. Wir haben einen großen Erfolg, wird überall gelobt. Cash for Work bietet den Menschen nicht nur eine Einnahmequelle, sondern auch wieder einen Sinn, eine Selbstbestätigung. Und das ist ganz wichtig. Die Menschen wollen selber mit der Schaufel ihre Dörfer wieder aufbauen, Wasser installieren, und dazu befähigen wir sie. Ich kann sagen, das Geld ist hervorragend angelegt, kommt direkt bei den Menschen an. Es geht kein Euro irgendwo verloren, ganz zentral bei den Kindern, bei der Jugend und bei den kranken Menschen setzen wir unsere Schwerpunkte.